Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren Nitrado-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie wir den Loot anpassen können und verändern können. Heute schauen wir uns mal den Player-Spawn an. Bevor das Video jetzt so richtig losgeht, möchte ich natürlich einmal Danke sagen direkt an Nitrado für ihre Partnerschaft. Sie haben es möglich gemacht, dass ich einen eigenen DayZ-Server habe. Sie haben mir einen zur Verfügung gestellt als Support für mich, damit ich es für euch modden kann. Aber Nitrado-Server sind natürlich nicht nur gut, um sie zu modden, sondern ihr findet natürlich auch die verschiedensten Spiele. Von Minecraft bis hin zu Arma 3, von DayZ bis hin zu Ark. Schaut doch da einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr ja den geeigneten Server für euch. Den Link auf die Nitrado-Seite findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's rein in das Video. Für die einen oder anderen unter euch ist es natürlich sehr wichtig zu sagen, okay, der Spieler soll an dem Ort spawnen oder soll dort spawnen oder an verschiedenen Orten. Zum Beispiel für einen Deathmatch-Server ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, es ist nur ein Areal und man möchte nur auf dem Airfield spawnen, dann braucht man natürlich diese Einstellung, dass die Spieler immer wieder am Airfield spawnen, egal wie oft sie sterben. Und das schauen wir uns heute jetzt mal an. Wenn wir soweit sind und in unseren Nitrado-Einstellungen oder besser gesagt in unserem Server sind, gehen wir natürlich wieder auf DayZ Offline Generous Plus, klicken da einmal drauf und scrollen hier einmal nach unten. Und zwar, wir suchen die CFG Player Spawn Points XML. Die brauchen wir, um das Ganze zu verändern. Es besteht jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ändern das wieder hier direkt in Nitrado oder wir downloaden das Ganze. Ich würde es jetzt einfach nochmal downloaden, um es einfach nochmal deutlicher zu zeigen, dass es einfach besser ist, wenn wir das Ganze mit Notepad++ machen. Ich klicke jetzt trotzdem einfach mal auf Download. So, da hat sich das Ganze jetzt auch schon geöffnet, speichern wir das einmal kurz. Um diese Datei jetzt natürlich wieder zu bearbeiten, öffnen wir natürlich wieder Notepad++, öffnen das Ganze und ziehen uns die Player XML, also die Spawn Points, direkt hier rein. Bevor ihr jetzt wieder total erschlagen werdet, was hier alles drin ist und was das hier für ein Raster ist, das muss euch eigentlich gar nicht tangieren tatsächlich. Was uns interessiert, sind natürlich die Koordinaten, die hier aufgezeigt werden. Hierzu muss aber auch wieder gesagt werden, hier gibt es drei verschiedene Arten von Koordinaten oder besser gesagt von Spielerspawns. Wir haben einmal die Generals Spielerspawns. Das bedeutet, das ist der Standardspawn, wenn man das erste Mal dem Server joint. Dann haben wir nochmal eine Einstellung hier unten. Das wäre rein theoretisch die Koordinaten für Serverhopper. Das bedeutet, ihr kennt es ja alle, wenn wir jetzt zum Beispiel wir loggen uns in Celeno aus und switchen auf einen anderen Server und spawnen dann random irgendwo anders und da muss man auch dann diese 75 Sekunden warten. Damit könnt ihr das natürlich umgehen und sagen, nein, es sollen immer die gleichen Spieler-Spawns sein. Wenn ihr natürlich Variationen drin haben wollt, könnt ihr da natürlich noch andere Spawnpunkte einfügen, dass die Spawnpunkte natürlich nicht abgecampt werden. Aber da kommen wir dann später noch drauf zurück. Und dann haben wir noch einmal eine Einstellung, die jetzt nicht ganz so wichtig ist, gerade für Community-Servern, aber ich würde sie trotzdem einmal komplett umändern in dieselben, die wir natürlich bestimmen. Dass einfach alles wirklich eine klare Linie hat. Weil sollte hier ein Fehler passieren, zum Beispiel ein Leerzeichen zu viel oder eine Koordinate stimmt nicht ganz, dann spawnt der Spieler wirklich außerhalb der Map im Wasser und das wollen wir natürlich total vermeiden. So, um hier jetzt natürlich einfach mal durchzustarten, um das hier einfach mal zu zeigen, wie ihr die Koordinaten ändert. Ihr habt hier einmal die Position X und Z und die habt ihr natürlich auch noch woanders. Und ihr braucht natürlich noch eine Seite oder besser gesagt iSurvive könnte euch da auch schon weiterhelfen. Wie ich es immer ganz gerne mache ist, ich bin direkt im Internet und habe mir hier iSurvive direkt auf dem PC gezogen oder besser gesagt die Internetseite geöffnet. Und damit können wir ganz genau die Koordinaten bestimmen. Wie ihr seht, hier unten stehen die Koordinaten und die sind natürlich essentiell wichtig, um den Player Spawn Point zu verändern und natürlich zu bestimmen. Das bedeutet, wir sagen jetzt einfach mal, okay, wir wollen jetzt einen Deathmatch-Server kreieren. Ich möchte das Ganze auf dem Airfield haben. Jetzt scrollen wir einfach mal hier nach oben und gehen mal direkt aufs Airfield. Sagen wir jetzt einfach mal, ich möchte, dass das Airfield eine komplette Deathmatch-Zone ist. Das bedeutet, dann müssen die Spieler ja auch hier im Umkreis spawnen und nicht irgendwo anders. Macht ja sonst keinen Sinn, weil er dann extra aufs Airfield laufen müsste. Das geht natürlich auch, wenn ihr sagt, okay, ich möchte einen regulären PvP-Server haben. Die Einstellungen sind genau gleich. Also das heißt jetzt nicht, dass es dann nur für einen Deathmatch-Server funktioniert, sondern es funktioniert wirklich für einen PvE-Server, es funktioniert für einen PvP-Server, spielt keine Rolle. Auf was ihr auf jeden Fall achten müsst, ist, wenn Berge auf der Landschaft sind
und ihr wollt einen Spieler auf dem Berg spawnen lassen, dann ist das Ganze ein bisschen tricky. Irgendwie kriegt das Spiel das nicht ganz hin, dass Spieler direkt auf dem Berg spawnen. Es ist so, als ob er durch die Map glitschen würde und dann landet er wieder im Wasser. Um das natürlich zu vermeiden, versucht euch gerade Flächen rauszusuchen und versucht natürlich, den nicht irgendwie eingesperrt in irgendein Haus oder eingesperrt in irgendwelchen Containern oder sonstiges. Und wir sagen jetzt einfach, okay, ich möchte das Ganze hier am Airfield haben und ich möchte, dass wir genau hier auf diesem Weg hier spawnen. Jetzt seht ihr natürlich die Koordinatenzahl hier unten und die verändert sich natürlich. Also ihr könnt nicht hier runtergehen und das dann irgendwie speichern, sondern ihr bleibt einfach mit dem Mauszeiger hier drauf und drückt jetzt STRG und C. Dadurch habt ihr das Ganze kopiert, diese Koordinate, und jetzt springen wir wieder zurück in Notepad++ und setzen das Ganze hier, was wir gerade kopiert haben, setzen wir jetzt einfach hier mal dahinter ein. Und da klicke ich jetzt einfach auf Einfügen. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier eine Koordinate drin. Wir haben hier einmal die X-Position und wir haben hier einmal die Z-Position. Was wir jetzt machen, ist ganz simpel. Wir kopieren einfach das hier wieder raus. So ausschneiden, dass es komplett weg ist. Und setzen das Ganze hier auf die X-Koordinate. Einfügen. Und das machen wir natürlich mit der Z-Koordinate genauso. Ausschneiden. Und setzen das hier wieder rein. Um jetzt natürlich aufzupassen, dass dieser Backslash natürlich weg ist. Wie gesagt, sollte hier irgendwie ein Fehler entstehen, kann es sein, dass der Spieler dann wirklich außerhalb der Map im Wasser spawnt. Und es ist Katastrophe, glaubt's mir. Ich hatte es am Anfang oft genug, dass ich irgendwie im Wasser gespawnt bin. Und das ist absolut Hölle. Also ihr müsst dann verhungern, dass ihr dann wieder erst neu spawnen könnt. Und das dauert ja jetzt bei Update 1.15 mega lange. Um das natürlich zu vermeiden, klicken wir jetzt einmal ganz weit nach hinten und gucken, da ist ein Leerzeichen. Einmal rauslöschen, nochmal, bis ihr oder bis der Cursor genau an dem Pfeil dran ist. Dann stimmt alles. Um das Ganze jetzt einfach mal zu demonstrieren, dass das jetzt funktioniert hat, lösche ich jetzt einfach mal die ganzen anderen Koordinaten hier raus. So, gehen einmal komplett nach oben und lassen nur die eine Koordinate, die wir jetzt gerade zusammen eingestellt haben. Und das lösche ich raus und gucke, dass ich natürlich jetzt hier keinen Absatz drin habe, dass es alles schön wieder bündig ist. Wir schauen natürlich wieder drauf, dass unsere Abstände stimmen. Wir schauen natürlich wieder drauf, dass hinter dem Pfeil keine Leerzeichen drin sind. Und dann sollte das eigentlich schon ausreichen. Um das Ganze jetzt natürlich aber wirklich plausibel zeigen zu können, müssen wir uns natürlich diese Koordinate einmal komplett rauskopieren. Und das kopieren wir jetzt einmal und setzen das jetzt natürlich auch bei Serverhopping rein. Und das bedeutet, ich markiere mir hier jetzt einfach mal alle Koordinaten und setze die eine Koordinate ein. Und um natürlich sicher zu gehen, setzen wir das Ganze hier in der dritten Zeile auch nochmal mit rein. Da sollte eigentlich nichts passieren, von daher, wir fügen das einfach nur ein, dass wir dann wirklich überall diese drei Koordinaten, Spalten nenne ich es jetzt einfach mal, dass die auf jeden Fall übereinstimmen. So, jetzt checken wir das Ganze noch einmal. Und speichern das Ganze jetzt einmal ab. Jetzt haben wir hier unsere gespeicherte Datei mit den richtigen Koordinaten, wie wir das Ganze jetzt haben wollen. Jetzt gehen wir natürlich wieder auf die Nitrado-Seite. Löschen uns so gesehen die CFG Player Spawnpoint XML einmal raus. Jetzt verschwindet die hier. Zack. Und jetzt gehen wir runter und klicken hier natürlich auf Datei hochladen. Und nehmen uns natürlich die Spawn XML und ziehen uns die da wieder rein. Jetzt sollte sie gleich wieder auftauchen. Da haben wir sie. Um das Ganze jetzt natürlich richtig zu testen, müssen wir natürlich den Server neu starten. Das ist natürlich wichtig. Ohne einen Neustart funktioniert das Ganze nicht. Deswegen starten wir jetzt den Server neu und dann sehen wir uns gleich auf dem Server. Wir sind jetzt auf jeden Fall in DayZ direkt drin und ihr seht ja schon Community Tab, hier steht Z1, da joinen wir natürlich, dort habe ich diese Einstellung jetzt mit den Spawnpoints getroffen. Nicht erschrecken, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal an einer anderen Stelle sein, bis ich mich umbringe und dann seht ihr, dass wir direkt auf dem Airfield spawnen. So, wie das Ganze aussieht, sind wir gerade in Balota. Ja, wir sind in Balota Airfield. Liebe Leute, falls ihr es immer noch nicht verstanden habt, Z1 natürlich die absolute Liebe. Kommt auf jeden Fall vorbei und joint dem Server. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, dass wir uns eine Waffe grappen. Dass wir uns ganz kurz töten, dass wir dann natürlich auf dem Airfield spawnen können. Normalerweise müsste hier in den Waffenracks
was spawnen. Da ist gar nichts. Ach, guck mal, da sind ja ein paar Zombies. Ihr dürft mich mal totschlagen. So, und wir starten neu. Und sollten jetzt dann natürlich direkt auf dem Airfield spawnen. Und voilà, wir sind mitten auf dem Airfield. Und somit haben wir jetzt natürlich den Player Spawn Point verändert und gesagt, okay, liebes Spiel, ich möchte, dass meine Charaktere hier auf dem Airfield spawnen. Und so könnt ihr das natürlich in jeder Hinsicht machen. Es funktioniert egal wo. Ihr solltet nur darauf aufpassen, im Wasser ist es deutlich schwieriger. Da versteht das Spiel nicht ganz, was ihr von ihm wollt. Und natürlich auf Bergen solltet ihr definitiv aufpassen. Und hier haben wir auch schon eine fette Aug. Und alles funktioniert einwandfrei und wir sind direkt auf dem Airfield gespawnt. Es ist natürlich noch sehr interessant zu sehen, wenn man natürlich verschiedene Spawnpunkte haben möchte. Deswegen werde ich jetzt mal 3 verschiedene Spawnpunkte generieren, dass wir dann uns nochmal in-game einfach killen und gucken, wo wir spawnen. Wichtig hierbei dazu zu sagen ist, dass es natürlich random ist. Also man kann nicht sagen, der Spieler muss jetzt dort spawnen, sondern das macht das Spiel von sich aus, dass es random. Es kann sein, dass wir 5-mal an derselben Stelle spawnen, obwohl wir woanders spawnen wollen. Und wir stellen jetzt einfach mal 3 verschiedene Spawnpunkte ein und schauen uns das Ganze mal an, dass ihr seht, dass es funktioniert und dann könnt ihr das natürlich genauso auf euren Server übertragen. Hierfür gehen wir natürlich wieder in unsere Player Spawn Points XML rein. Die haben wir ja hier in Notepad schon geöffnet. Ja, da ziehe ich es nochmal kurz rein. Zack. Und dann haben wir ja hier die eine Koordinate. Was wir jetzt natürlich wieder brauchen, ist ja ganz klar. Wir müssen hier auf I Survive wieder drauf und suchen uns jetzt noch eine andere Stelle. Der erste Spawnpoint war direkt hier auf dem Weg oder besser gesagt hier auf der Wiese bei so einem Müllhaufen. Jetzt sagen wir, okay, ich möchte aber auch direkt in der Zeltstadt spawnen. Dann suchen wir uns hier jetzt einfach mal ein Fleckchen aus, sagen wir mal hier auf der Wiese. Wieder Steuerung und C, um diese Koordinate hier unten zu speichern. Und setzen das Ganze jetzt natürlich hier wieder da dahinter und einfügen. Um natürlich mehrere Koordinaten hier einzutragen, braucht ihr natürlich, sage ich mal, ein Muster. Das bedeutet, wir kopieren uns jetzt hier einmal diese komplette Koordinate raus, gehen hier auf Kopieren und drücken jetzt einmal Enter, dass wir eine neue Zeile eröffnen und kopieren das Ganze jetzt hier wieder rein. So, jetzt seht ihr natürlich, wenn ihr das jetzt einfach nur so Larifari reinkopiert, dass hier der Abstand natürlich überhaupt nicht stimmt. Ne? Hier ist die Position, sage ich mal, auf dem ersten, zweiten, dritten Tab. Und das müssen wir natürlich jetzt hier in dem Fall anpassen. Das heißt, wir gehen hier zurück, dass die Koordinaten wieder direkt untereinander stehen. Jetzt nehmen wir uns hier unsere Koordinate wieder raus. Und gehen auf Ausschneiden und setzen die jetzt natürlich wieder auf die X-Position. Und nehmen die Z-Position und setzen die dann natürlich wieder bei Z ein. Schauen natürlich wieder darauf, dass keine Leerzeichen und kein Backslash hinten dran ist. Cursor muss auf der Höhe vom Pfeil sein. Um jetzt natürlich noch eine dritte Koordinate hinzuzufügen, machen wir genau denselben Schritt. Wir kopieren uns das Ganze hier einmal raus, drücken wieder einmal Enter. Um es besser zu machen, drückt ihr jetzt gleich komplett nach hinten und fügt die Koordinate gleich wieder ein. Dann seid ihr gleich wieder auf der richtigen Position. Um jetzt natürlich nochmal eine Koordinate hinzuzufügen, gehen wir wieder auf I Survive und sagen, okay, ich möchte beispielsweise hier hinten irgendwo beim Prison möchte ich spawnen. Dann ist es natürlich wieder genau derselbe Weg. Wir speichern uns mit Steuerung und C die Koordinate raus. Notepad++. Fügen das Ganze hier wieder ein. Und in dem Fall ist es natürlich wieder genau der gleiche Schritt. Wir kopieren uns, oder besser gesagt, wir schneiden das Ganze hier nochmal aus, die X-Koordinate, und setzen die auf X wieder ein. Also wir tauschen das einfach aus. Und hier in dem Fall natürlich wieder genau das Gleiche. Und haben dann somit 3 verschiedene Spawnpunkte eingefügt. Hier natürlich wieder darauf achten, bevor wir im Wasser spawnen, dass wir jetzt hier 3 verschiedene Koordinaten haben. Und diese 3 kopieren wir uns jetzt einmal komplett raus. Auf Kopieren. Gehen natürlich hier auf Server Hoppers. Und ersetzen das Ganze und fügen das hier einmal ein, dass wir hier auch diese 3 Koordinaten haben. Um natürlich sicher zu gehen, setzen wir natürlich das hier unten auch nochmal rein, dass wirklich nur an diesen Stellen gespawnt werden kann.
So, kontrollieren das Ganze jetzt noch einmal, dass wirklich kein Leerzeichen da ist. Speichern das Ganze ab und setzen das bei uns wieder auf die Nitrado-Seite. Und in dem Fall haben wir natürlich hier unsere gespeicherte Datei wieder, machen natürlich denselben Schritt wieder. Wir gehen zurück auf unseren Server, löschen die Player Spawn Points raus und setzen die neue Player Spawn Points ein. Jetzt ist sie drin und wir starten den Server noch einmal neu. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder auf Z1, dem Testserver, und wir haben ja jetzt drei verschiedene Koordinaten eingegeben. Eine wäre hier vorne und die andere wäre in der Zeltstadt und die andere ist da drüben im Prison. Wenn ich mich jetzt töte, sollte ich eigentlich woanders spawnen, aber wie gesagt, das Ganze ist random. Es kann sein, dass ich jetzt gleich hier vorne wieder stehe und dann töten wir uns einfach nochmal, so lange bis wir woanders spawnen. Das bedeutet, ich gebe mir jetzt einfach mal geschwind die Kugel. Und wir spawnen neu, drücken auf Respawn und wir sind gespawnt und wir stehen direkt vor dem Prison, wo wir gesagt haben, okay, das ist die dritte Koordinate, die wir eingetragen haben. Wir stehen jetzt natürlich an einer anderen Stelle, wie wir vorher gespawnt sind. Jetzt lasse ich mich hier ganz kurz mal töten. Komm mal ran hier. Holy shit, das war laut. Ihr dürft mich wieder totschlagen. So, wir starten neu und wir spawnen, direkt in der Zeltstadt, liebe Leute. Das war die zweite Koordinate, die wir eingegeben haben. Wie gesagt, das Ganze ist wirklich random. Es kann gut möglich sein, dass ihr mal öfters an einer Stelle spawnt und denkt, oh, da hat jetzt irgendwas nicht funktioniert. Tötet euch einfach so oft, es wird schon funktionieren. Solltet ihr natürlich einen Fehler haben, merkt ihr das ganz schnell, weil dann spawnt ihr direkt im Wasser. Liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich erklären und ihr habt es verstanden. Falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde auf jeden Kommentar versuchen einzugehen und es da natürlich nochmal genauer zu erklären. Wir wären dann am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und dir geholfen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.